Hallo, YouTube, willkommen zurück. Hast du dich, oder wunderst du dich, warum ich genauso aussehe wie in der vorigen Folge Zuschauerix? Das liegt daran, dass wir das an einem Tag aufnehmen. Und zwar im Livestream. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch da mal vorbeischaust. Denn von Mittwoch bis Sonntag sind wir ab 16 Uhr live. Guck doch mal längs. Und jetzt gehen wir rein. Wir haben Zuschauerix. Los geht's. Wir haben jetzt hier Dasko. Dasko ist ein bisschen... Oh, bei Dasko ist das so eine Mischung aus, ich glaube, einem Tisch, ja. Einem Tisch und einem Rig. Oh, das passt aber gerade so in die Ecke rein da. Krass. Aber ist schön. Das hier auch, glaube ich, jetzt von einem anderen Bildschirm. Ich habe das Gefühl, wir werden hier... Nee, ist derselbe Bildschirm. Oh, das, aber da sagen die Leute immer, ich habe keinen Platz dafür. Dasko ist, ist das ein Kinderzimmer, Studentenzimmer? Sowas in der Richtung wahrscheinlich, oder? Hauptsache der Computer leuchtet, das ist immer das Wichtigste. Ah, hier können wir das sehen. Das ist quasi ein Zimmer. Schön. Nee, die 4090 musste nochmal präsentiert werden. Die ist wichtig. Spaß beiseite. Das hast du wirklich cool gemacht. Also aus wenig Platz das Maximalste rauszuholen. Das ist echt geil. Das finde ich cool, Dasko. Das finde ich gut. Oh, hier kommt nochmal... Oh! Oh, Gentleman haben wir gerade in der letzten Folge gesehen. Holy moly. Ja, okay, Gentleman ist ein bisschen ausgerastet. Ja, nee, doch. Gentleman ist ein bisschen ausgerastet. Ich glaube, Gentleman fährt gerne Simracing. Also, ich bin mir nicht sicher, aber Gentleman hat, glaube ich, ein bisschen Bock auf Simracing. Was ein Upgrade, Junge. Wow. Ich wünsche dir viel Spaß. Guck mal, das iPad ist auch immer noch da wie früher. Steht jetzt nur woanders. Uff. Also, mein lieber Herr Gesangsverein. I Toasty, Broken Knight, der Kevin. Was hat Kevin denn hier am Stissel? Kevin fährt mit, ist das ein Wheelstand? Ja, ne? Kevin fährt mit einem Wheelstand und den Schreibtisch gepackt, damit man das wahrscheinlich auch ab und anbauen kann. Okay, cool. Hier vorne ist so eine Bremse dran, wie es aussieht. Naja. Alrighty. Ja, tatsächlich, da sind so, ist so eine Bremse dran. Geil. Hier hinter noch ein bisschen Schutz. Oder irgendwas für die Katze? Nee, hier wird die Luft von dem Dings ausgeführt. Wilde Konstruktion. Okay. Du, aber auch hier wieder aus Minimalstem das Maximalste rausgeholt. Geil. Das finde ich cool. Ah, siehst du, dann kannst du das wegfalten und dann daneben stellen. Boah, die Tastatur ist doch schon 300 Jahre alt, ne? Und sie funktioniert immer noch. Geil. Schön, Kevin. Oh, wow, oh, my, oh. Puh, was ist denn hier los? Platin Bullet. Hat jemand den. Okay, da ist ein Dings dran. Ein Kit. Okay, ich wollte gerade sagen, das, ich habe gedacht, er hat den Rahmen weggefeilt. Hier sehen wir schon wieder das Thema, also hier ist so richtig mit Cockpit gebaut, ne? Ja. Hier noch mit Gurte dran. Und dann hier außen dran auch mit Dämmwolle und... Alter Verwalter, Junge, wenn ich das machen würde, dann würde ich sterben. Hier sind noch Ventilatoren drin. Nice, das ist richtig schick. Das ist wirklich ein schickes Rig geworden. Das ist wirklich ein sehr schickes Rig geworden. Das sieht sehr, sehr toll aus. Oho. Geil. Das ist wirklich richtig schick geworden. Platin. Das finde ich gut. Auch die farblichen Akzente. Salzberger. Warte mal, Salzberger kommt mir auch irgendwie so bekannt vor. Salzberger hat, glaube ich, ein paar mehr Rigs gebaut, ne? Boah, hier richtig noch mit Lacken und allem. Wow. Das ist nicht schlecht, Herr Schmidt. Das sieht sehr clean aus, ordentlich aufgeräumt, schön sauber alles. My lovely Mr. Singing Club. Schönes Ding. Das sieht richtig geil aus. Salzberger, tolle Arbeit. Psycho Ace haben wir hier.
Psycho Ace hat auch alles am Stüssel. Psycho ist auch ein Flieger. Wäre ich die Fair, sagt er. Das ist doch auch, ist doch auch ein schönes Rig. Schön mit dem Moser R5. Geil, Psycho Ace. Schön noch daneben gestellt. Das sieht echt schön aus. Alles aufgeräumt. Also, ne? Für die Menge an Zeug. Richtig schön. Das gefällt mir, Psycho Ace. Steht hier dazu, welcher Wheelstand das ist? Nee. Styles haben wir. Was haben wir denn bei Styles? Okay. Styles hat sich eine komplette Kabine gebaut. Styles hat sich eine komplette Kabine gebaut. Oho. Richtig große Schaftverlängerung dran, ne? Damit er hinter den Bildschirm kommt. Okay. Wild. Okay. Ah, die guten alten Häusing-Welt-Sprint. Oh, da sind sogar Dings dran. Ne? Rammelmotoren. Oh, hinten sogar 3D-gedrucktes Gehäuse für einen Rambler. Unten auch noch einer dran. Ne? Oh, da mag jemand seine Rumblies. Und Luft auch noch. Und dann haben wir noch Flex hinter den Monitoren versteckt. Okay, nicht schlecht. Auch geil, Styles. Wait, what? Hier ist noch das andere, die andere Gaming-Ecke. Okay. Wild. Styles. Richtig schick. Sag ich dir, wie es ist. Florian. Was haben wir denn bei Florian? Ah, Florian hat, Florian fährt am Schreibtisch, so wie es aussieht. Und fährt LKW? Ja, ne? Das ist, glaube ich, LKW zum Schalten. Florian scheint LKW zu sein. Alright. Flo fährt LKW, ja, dann erklärt sich das. Was ist, wie nochmal? Chris, okay. Was haben wir denn bei Chris? Chris hat sich auch erstmal so ein richtig dickes Ding reingedonnert. Freut sich schon auf GTA. Oh, sogar richtig schön mit, wie sagt man denn? Mit Aufklebern drauf. Aha, Red Bull also. Mm-hmm. Ah ja. Bist du etwa einer dieser Red Bull-Livery-Menschen? Man erkennt leider nicht so viel, es ist sehr dunkel. Hier sind die Kabel. Hier wird wahrscheinlich rechts irgendwo der Computer stehen, nehme ich mal an. Das sieht aus wie ein Packen Kokain. Nicht, dass ich wüsste, wie das aussieht. Was? Joker! Gehen wir mal gucken, was Joker gemacht hat. Alrighty. Oh, Joker hat auch, hat noch Platz gefunden. So wie es aussieht. Neben seinem Schreibtisch. Das ist ja so eine Konstellation hier. Die passiert ja nicht so häufig. Oh, die passiert häufiger. Aber das sieht doch richtig schön aufgeräumt aus, Leute. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig schön aus. Richtig schön aufgeräumt und ordentlich bei Joker. Nice. Das gefällt mir. Alles so auch in einem Farbthema. Hier oben noch ein bisschen Akzente. Kabel alle aufgeräumt. Krass. Schönes Setup, Joker. Nussbert. Okay, Nussbert. Ich wollte gerade sagen, Nussbert. Nussbert wollte uns also ganz kurz mal veräppeln. Nein, Spaß beiseite. Nussbert hat sich, warte mal, hier können wir hingehen. Alrighty. Oh, Nussbert ist aber von dem Controller ganz schön reingegangen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Nussbert ist richtig reingegangen. Nicht schlecht. Auch alles schön aufgeräumt. Nice. VHS Wheelbase. Schön, Nussbert. Das ist auch ein geiles Rig. Also von Controller zu dem hier. Geil. Was haben wir denn bei Googie? Oh, eine Fellnase. Boop. Was für eine schöne Fellfarbe. Alrighty. Aber das ist auch wieder so zweigeteilt hier. Also das ist wirklich ein interessanter Stuhl für einen PC. Aber hier geht es wohl um gerade sitzen. Das sieht auch schön aus, Googie. Du hast ein blaues Rig? Moment mal. Hat sich hier noch was verändert? Nee. Never mind. Okay. Schön. Auch neben dem Schreibtisch, ganz simpel. Och, guck hier, sogar wieder so ein Fünfer, der seinen Bildschirm dann rumdreht. Geil, ey. Guck, sowas ist fantastisch. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Das ist wirklich schlau.